Die Figur zeigt mit ihrer rechten Hand nach oben und macht dabei das Zeichen des Saturn. Dieser ist ein Symbol für Tod und Wiederauferstehung, und sein Monat ist der Dezember. Er gehört also zum Sternzeichen Steinbock. Die linke Hand zeigt den Boden. Auch hier haben wir wieder das Prinzip wie im Himmel, so auf Erden dargestellt. Der Baphomet oder auch die Ziege von Mendes ist damit eine Figur, die praktisch alle wichtigen Elemente des astrologischen Aberglaubens enthält. Die verkürzte Handgeste Baphomets ist dieser hier. Es handelt sich dabei nicht um Teufelsanbetung, sondern um astrologischen Irrsinn. Ganz ähnlich dem Baphomet ist der Ziegengott Pan. Er wurde besonders vom einflussreichen kabbalistisch-astrologischen Priester Aleister Crowley verehrt. Obwohl weitgehend unbekannt, hat wahrscheinlich kaum jemand die kulturelle Entwicklung im 20. Jahrhundert so stark beeinflusst wie dieser fanatische Okkultist. Hier sehen wir Crowley auf dem Cover eines Beatles-Albums. Der Name Beatles, also zu Deutsch Käfer, leitet sich übrigens vom ägyptischen Pillendreherkäfer ab, der im ägyptischen Tierkreis den Platz des Sternzeichens Krebs einnimmt. Die gesamte Rockszene der 60er und 70er Jahre ist ohne Crowley gar nicht vorstellbar. Jimmy Page, Mitglied der Band Led Zeppelin, kaufte zum Beispiel Crowleys Haus in Schottland, wo der fanatische Okkultist unter anderem das Gedicht The May Queen schrieb. Led Zeppelin huldigten Crowley, indem sie eine Rückwärtsbotschaft in ihr bekanntes Lied Stairway to Heaven einbauten. Hören Sie mal.
Zurück zur Kabbala. Neben Baphomet und dem Hexagramm ist der sogenannte Baum des Lebens ein weiteres wichtiges Symbol der jüdischen Mystik. Wie Sie sehen können, besteht dieser Baum aus drei Abschnitten, analog zu den drei Säulen der Freimaurer. Es gibt 11 Sphären, genannt Sephirot, die durch 22 Pfade miteinander verbunden sind. Hier zeigt sich die Ähnlichkeit des Baums des Lebens zu den 22 Karten des Tarot-Decks. Das Tarot selbst enthält eine Vielzahl astrologischer Symbole und ist von großer Bedeutung innerhalb des hier betrachteten Warnsystems. Dies ist die erste Karte des Tarot-Decks, der Magier. Können Sie Ähnlichkeiten mit Baphomet entdecken? Es ist natürlich kein Zufall, dass der Magier die oberste Karte des Tarot ist. Lieval schrieb, Magie ist die traditionelle Wissenschaft der Geheimnisse der Natur, welche uns von den Magi überliefert wurde. Was ist Magie, oder, um den Ausdruck Crowleys zu benutzen, Magic? Den Zuschauer durch Illusionen davon zu überzeugen, dass eine physikalisch unmögliche Sache dennoch stattgefunden hat. Ein Kaninchen aus einem Hut zu ziehen. Oder einen Vogel aus einem Tuch hervorzuzaubern, ist das ein... Aber Flugzeugschablonen im Fernsehen in Gebäude fliegen zu lassen, etwas ganz anderes. Die Verschwörer glauben fest daran, dass sie, um erfolgreich in ihren magischen Ritualen zu sein, zuvor Hinweise geben müssen. Wir werden im dritten Teil viele Beispiele kennenlernen. Die zweite Karte des Tarot ist die Hohepriesterin. Die Astrologen, die sich selbst als Magi sehen, bilden die erste Karte des Tarots und die Spitze der Verschwörung. Darauf folgen die globalen Geheimgesellschaften, vor allem die Freimaurer und Kabbalisten. Sie sind auf der zweiten Tarotkarte abgebildet. Wir sehen Jachin und Boas der Freimaurer. Die Hohepriesterin hält eine Torarolle im Arm. Im Hintergrund lauert der kabbalistische Baum des Lebens. Die dritte Karte ist die Kaiserin. Sie ist die Venus, komplett mit Sternenkrone und Zepter bzw. Fackel. Aus Platzgründen können hier nicht alle 22 Karten vorgestellt werden. Ich möchte nur noch die siebte Karte, den Wagenlenker, erwähnen. Er trägt die Symbole der Sonne. Beachten Sie neben den schwarz-weißen Sphinxen, dass die dominante Farbe der Karte gelb ist. Die berühmten gelben Taxis New Yorks sind nach dem Vorbild des Wagenlenkers gestaltet. Wir werden im dritten Teil noch darauf zurückkommen. Bevor wir zum 11. September zurückkehren, möchte ich noch etwas genauer auf den Glauben der Verschwörer an Numerologie, also an die magische Bedeutung bestimmter Zahlen, eingehen. Hier sind die wichtigsten Zahlen und, stichpunktartig, ihre grobe Bedeutung.